Das sieht nach wie vor gut aus und ich meinte etwas zu erkennen, wenn ich da reinschaue. Irgendwie, ja, yeah, vielleicht, he. Da innen, schwierig, ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich da neu herangehe. Da, man sieht, hat die einzelnen Dinge da scheinen irgendwie, sie sind bleicher oder grösser geworden. Da wächst irgendwie etwas raus. Ja. Wurzeltechnisch habe ich aber irgendwie noch nichts erkennen. Ist halt schwierig durch das Glas zu zeigen. He. Er braucht auch nicht wirklich viel Wasser. Ich muss fast nie auffüllen hier. Also der Stand ist fast immer der gleiche. Was auch bedeutet, dass kein Wachstum oben ist, das sehen wir ja, es ist immer noch gleich geblieben. Also ich würde jetzt sagen, wenn man hier so schaut, wie klein das immer ist, ist hier, wo ich es jetzt abgeschnitten habe, doch definitiv zu erkennen, dass wahrscheinlich das hier etwas rauswachsen tut. Mehr wächst als das, was es vorher war. Ja. Jetzt sehen wir es einmal bei normalem Tageslicht am Vormittag. He? Ohne dass die Lampe leuchtet. Die schaltet dann erst später ein. Und da sehen wir auch schon, he? Das ist schon wieder ein Stück rausgewachsen. He? Werfen wir mal einen Blick in das hier an, zu dem an, wo hier ein Wasserglas ist. Da muss ich fast nie Wasser nachfüllen. Da innen sieht man noch nicht wirklich etwas. He? Noch nicht mehr als letztes Mal. Interessanterweise, aber trotzdem ist es hier schon wieder auch am Weiterwachsen. Und da seht ihr auch schon. He? Hier auch schon. He? Jawohl, hier. Bei dem tut sich nicht mehr am linken. Am rechten, wo wir eingekürzt haben, he? Haben wir gesehen, dass es rausgewachsen ist. Sieht auch wunderbar aus. Das ein bisschen drehen tun. Sieht man mittlerweile, he? Wie schön das geworden ist. Hervorragend, wie das rausgewachsen ist. He? Und noch etwas. Nein, so ein Schnitt. Das Einzige, was mir jetzt noch aufgefallen ist, das innen im Ansatz. He? Hier im Ansatz, dass es etwas grösser geworden ist, im Gegensatz zu denen hier unten. He? Das hier oben grösser. Dann haben wir noch das andere, he? Das ich abgeschnitten habe. Das gibt es immer noch. Hier ist auch schon rausgewachsen, schöner als vorher. He? Und kommt hier bereits schon wieder ein Spitzchen, wo es rauswächst. Und dann das Glas hier innen. Mal schauen, kann man das irgendwie zeigen? Ich habe ein bisschen blöd, zum reinschauen. Ja, jetzt hier unten. He. Gehen wir da schnell näher ran. An das Glas. Ja, jetzt sehen wir hier unten ist irgend so ein Schleim dran. Mit Sauerstoffblöterchen. Ich habe hier Wasserstoffperoxid reingemacht, weil ich gehofft habe, dass das Zeug dann aufgelöst wird, der Schleim. Aber im Moment hängen hier nur die Sauerstoffblöterchen dran. Mal schauen, ob es das mit der Zeit auflöst. Die Pflanze lebt immer noch. Schade tut es nicht, der Schleim dort. Ja, schauen wir mal weiter. Vielleicht wechseln wir das Wasser dann mal. Wechseln. Mal schauen, was hier weiter passiert mit denen. Wachstum ist ja nicht sehr viel vorhanden. Ja, jetzt auf einmal lampt es. Das sieht nicht gut aus. Ich habe hier immer wieder Wasser nachgefüllt und habe auch, ich muss es so machen, im Moment schnell, das Wasser gewechselt und habe dann auch wieder von dem Wasserstoffperoxid reingetan. Man sieht, da hat es Blöterchen drin, das eine ist das Glas und das andere sind Blöterchen. Im oberen Teil sieht man Blöterchen besser. He?
Und im unteren Teil hier, das Geschleime, ja, man sieht es dort noch leicht, in der Mitte vom Bild. Das ist das hier, da, wo du da dran ist, das ist ein Schleimzeug hier. Ich weiß jetzt nicht, ob es an dem liegt. Das müssen wir etwas abstreifen. Ja, machen wir es wieder rein. Mal schauen, ob das weiter will wachsen oder nicht. Oben ist es nämlich rausgewachsen. Da sieht man eine leichte Spitze. Es ist schon am Wachsen. Aber es steht nicht mehr nach oben, wie es das sonst gemacht hat. Jawohl, hat man letztes Mal Anzeichen gesehen. Geht ein. Sieht gar nicht schön aus. Passt nicht. Dann kommt das jetzt weg. Bei denen denke ich, dass sie leicht gewachsen ist. Sie sehen irgendwie grösser aus. Da habe ich sie nie festgehalten. Bei den anderen, da habe ich sie einfach mal festgehalten, vor längerer Zeit. Ich habe schon länger nicht mehr gefilmt, weil ja, man sieht nicht wirklich, dass da was passiert ist. Lichttechnisch jetzt im Sommer, betreffend der Lampen, Bieren, Leuchtmittel da oben, das leuchtet jetzt nicht mehr so lange wie sonst. Ja, weil es sonst genug hell ist von draußen. Obwohl sie hier keine direkte Sonne abbekommen. Aber jetzt, ja, da hat es wieder Wachstum. Man sieht schon, wenn es ein bisschen hellgrün ist, dass es wächst. Jetzt müssen wir das Wachstum festhalten und mal schauen, wie viel mehr als 50 cm die jetzt gewachsen ist in dieser Zeit. Ich habe jetzt den Meter angestellt und hoffe, dass er einmal stehen bleibt. Bis auf 70 offen, weil ich so den Eindruck habe, das macht den Eindruck, dass die ziemlich gewachsen ist. Ja, hast du doch gerade gedacht, muss ich sagen, Mist. Jawohl, boah, doch, die ist über 70 cm, also das heisst, die ist etwa, das sind nochmal etwa 4 cm, die ist 24 cm gewachsen. Wow, eben, man sieht es gar nicht, wenn man das Ding immer um sich herum hat. Wahnsinn. Im Vergleich zu den anderen hat sie ziemlich breites Gefieder. Aber es hat einen anderen Grund, warum ich jetzt hier reinschauen will. Bei anderen Pflanzen habe ich hier unten im Topf müssen feststellen, dass der pH-Wert extrem tief ist. Jetzt will ich wissen, ob das bei dieser hier auch der Fall ist. Bei der zweiten, bei der anderen von dieser, ist es der Fall gewesen. Bei der sieht es nicht so aus im Moment. Es sinkt zwar noch, aber ist nicht ganz so tief wie bei der zweiten. Bei der einen war der pH-Wert um die 3 gewesen. Ich frage mich, wie der so tief kommen konnte. Ich weiß es nicht. Aber auch hier geht der pH-Wert mir zu tief runter. Das heisst, ich tue jetzt hier auch wieder neu aufdüngen. Deswegen steht das hier schon parat. Bei der schnell drüber selten hat es hier Wurzeln rauskommen. Wasser ist okay noch. Wachstum, na ja, lässt sich Zeit. Und die anderen, die habe ich hier auf den Tisch gestellt zu anderen Pflanzen, die ich jetzt hier gemacht habe. Da muss ich direkt mehr Sonnenlicht kriegen. Und ihr seht, wie sich es bewegt. Ich habe hier auch den Ventilator, der sie direkt vor dran ist. Und ja, jetzt möchte ich hier die vor dran haben. Ja. Und einmal hier bewegen lassen. Und dann natürlich möchte ich wissen, wie sie aussieht in der Höhe. Könnt ihr euch erinnern? He? Ist ja nicht lange her, ein paar Sekunden. Für mich halt schon ein bisschen länger. 74 war sie etwa gesehen. Und jetzt ist sie schon um die 80 rum. Die ist schon wieder über 6 cm gewachsen. Wahnsinn! Dann messen wir den Mikro-Siemens-Wert. Das sehen wir, der ist ungefähr
Bei 800. 830, ja. Dann der pH-Wert ist bei 6 irgendwas. Und wenn jetzt der pH-Wert tiefer werden soll und der Mikrosiemens-Wert höher, muss man halt einfach ein bisschen mehr Dünger drin machen. Und darum seht ihr jetzt, das ist für mich, finde ich, jetzt optimal. Ist knapp unter 7, unter neutral. Der Mikrosiemens-Wert ist auch nicht allzu hoch. Deswegen habe ich für mich den richtigen passenden Dünger gefunden, weil das halt einfach ideale Nährstoffzusammensetzung ist, finde ich, für meine Pflanze mit dem Wasser, das ich hier habe. Das scheint eine langsam wachsende Pflanze zu sein. Sie wächst aber nicht wirklich viel. Dann müssen wir mal die kleinere festhalten, wie groß die ist geworden. Ungefähr 38 bis 39 cm. Und die, die größer geworden ist, auch die, Meter aufstellen, Substrat. Mal schauen, was wir da für einen Unterschied haben. Ja, die ist etwa, wenn wir die noch aufziehen, ist sie etwa bei 3,94. Oha! Jetzt geht es gegen die Zeit zu, wo sie nicht mehr so viel wachsen, weil es ja kälter wird. Weniger Tageslicht, weniger Sonne. Mehr oder weniger, die eine steht ja, die kleine steht am Beleuchtung, aber trotzdem, jetzt möchte ich mal eine schauen, wie die Wasserwerte aussehen. Ich habe halt einfach immer nachgegossen, relativ super. Schauen wir mal da rein. Mikrosiemenswert. Halleluja, ja, ist gut, schaue ich mal rein. He. Er verwundert mich gerade, dass die Pflanze so gut aussieht. Ja. Ups, jetzt ist es aus dem Wasser raus, he. Aber man hat es gesehen. 3.500. Meine Güte, ist der Mikrosiemenswert hoch. Hui, oi, 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 oi. Der ist recht hoch. He. Wie sieht denn der pH-Wert aus? Das nimmt mir sehr gerade Wunder. He? Oh je. Okay, gut, schaue ich mal rein. He? Warum auch immer der pH-Wert runtergeht. Ich nehme ja Leitungswasser. Ich zeige es euch gerade noch einmal eigentlich. Ne? Was ich mache und trotzdem ist der pH-Wert immer so tief. Also so tief ist er jetzt noch nie gewesen. Hi nochmal, Heidri Witzka. Aber bevor ich das euch zeige, tue ich auch beim anderen das Wasser schnell komplett auch rausnehmen. Ich tue die dann nachher gerade beide ausspülen und neu Wasser rein machen mit Dünger. So. Oh, bei dem genau das gleiche. Uiuiuiui. Holter die Polter. Mittagszeit ist die lüteste Zeit fast. He. Auch hier. Auch hier. Boah. Über 3000. Nicht ganz so hoch. Mamma mia. Oh, zum allerersten Mal, seit ich den habe, hat er sich jetzt aufgehängt. Da muss man scheinbar aufmachen, Batterie rausnehmen, möglichst nicht ins Wasser. He. Batterie rausnehmen, vielleicht ist sie langsam leer, he. Ich habe die noch nie gewechselt. So, machen wir es nochmal rein. Einschalten. Ja, funktioniert wieder. Aber muss ich mal die Batterie wechseln wahrscheinlich, he. Die ist ja schon lange drin. Gut, dann holen wir das Wasser wieder hier hin. Und wie sieht es da aus? Ja, genau dasselbe fast. He. Also, da oben tue ich kurz mit Osmosewasser durchspülen. Einmal.
Bei beiden mache ich nachher noch mit ein bisschen mehr Wasser von Osmose und dann wird es neu gedüngt und dann zeige ich euch gerade nochmal, wie ich das Düngermittel, ja, wie das bei mir aussieht, wenn ich das anwende. Also apropos durchspielen, mit dem ist das gemeint. Man nimmt das Wasser durch. So, durchspielen. Dann messen. Kann man kontrollieren und schauen, wie der Wert sich verändert hat. Wir sehen schon eine Veränderung. Ist schon höher geworden. Dann der Mikrosiemenswert. Der Mikrosiemenswert, so, ich sehe es auf dem Display nicht richtig, ist auch schon um etwa 1000 Arben. Nur durchs Durchspielen. Und das könnt ihr jetzt so oft machen, bis ihr die Werte erzielt, die ihr gerne möchtet. Ja, so, also Dünger. Dann mache ich hier so viel drin. Und der Rest wird mit Leitungswasser aufgefüllt.